Der Pastoralverbund Balve-Hönnetal wollte ein buntes kirchliches Programm in Corona-Zeiten vorstellen. Nach den erneut schärferen Bedingungen wird das so nicht möglich sein. Pfarrer Andreas Schulte versucht trotzdem, einen kleinen Überblick zu geben. Und gleichzeitig, das könnte dann vielleicht auch Pastor Nato noch mal ergänzen, finden wir es unsolidarisch, wenn wir zum Beispiel in Langholthausen das Kirchenkino veranstalten, während jetzt alle Kinos noch weiter geschlossen bleiben. Das können wir so nicht machen. Kirchenkino bedeutet, dass wir drei Filme zeigen und jede Filmvorführung wird mit einer spirituellen Einführung und einem Segensgebet am Schluss eingerahmt. Es gibt eine Kindervorstellung, da soll der Film Kannst du pfeifen, Johanna, gezeigt werden, ein sehr schöner schwedischer Kinderfilm. Für die Jugendlichen wird Shoplifters, der preisgekrönte japanische Film von 2018, gezeigt. Und eine Abendvorstellung Merry Christmas, ein Antikriegsfilm von 2005. Eigentlich geplant für den 18. Dezember, wird definitiv in den Januar geschoben, weil wir inzwischen wissen, dass also bis Weihnachten kein Kino mehr öffnet. Und wenn Kirche Kino macht, dann machen wir das nicht, um den Kinos Konkurrenz zu machen, sondern im Gegenteil, um zu zeigen, dass die Kinowelt eine Welt ist, die auch Themen des Glaubens bietet. Also wir wollen eher die Leute in die Kinos schicken. In der Regel sind wir Weihnachten einladend und offen für jeder Mann und jeder Frau. Aber die äußeren Umstände geben es nun momentan nicht anders her. Und nichtsdestotrotz hoffen wir darauf, dass jeder in irgendeiner Art und Weise seinen und ihren Weg findet, zufrieden Weihnachten zu verleben. Ich sehe es vielleicht auch noch ein wenig als Chance, dass wir uns auf wesentliche Dinge beschränken, dass wir das, was wir haben und machen, auch schätzen, immer im Wissen darauf, dass es ja darum geht, aufeinander zu achten und füreinander zu sorgen. Dankbar bin ich den Schützenbruderschaften, die ihre Schützenhallen uns zur Verfügung stellen. Das ermöglicht auch nochmal, die Gottesdienstzahlen nochmal zu erhöhen, die Orte nochmal zu erweitern, weil auch da immer das Thema ja auch Lüften und Heizen nochmal eine Rolle spielt. Pastor Christian Nathon zum geplanten Höhlengottesdienst am 13. Dezember. Und wir wissen heute auch noch nicht, wie genau die Rahmenbedingungen dann sein werden. Uns ist klar, wir werden mit einer klaren Zahlenbegrenzung arbeiten müssen. Aber uns ist auch bewusst, wir rechnen nicht mit großen Massen. Die Jugendarbeit in Balve ist nicht so, dass wir jetzt mit hunderten Leuten rechnen müssen, schon gar nicht in der Jahreszeit. Ein Gottesdienst in der Balver Höhle, die Schützen stellen sie uns freundlicherweise zur Verfügung. Das Licht von Bethlehem wird eine Rolle spielen. Und weiter zum Hüttenabend. Wir stellen die Hütten auf, ja. Und es wird zu bestimmten Zeiten dort auch etwas geschehen. Aber wir werden keine Lebensmittel ausgeben, es wird kein gemütliches Glühwein trinken geben. Es wird vor allem darum gehen, dort spirituelle Materialien auszugeben. Und dort wird es jeweils zu bestimmten Zeiten, so wie sie im Plan stehen, die Zeiten bleiben, wird es Materialien geben, aber eben kein geselliges Beisammensein und kein Glühwein. Der wäre ohnehin alkoholfrei gewesen, aber nicht einmal das. Nicht einmal das. Genauso erhoffe ich mir natürlich auch, ich mache so ein schönes Zeichen, wenn wir die Leute am Silvester anstelle vom Feuerwerk einladen, hier auf dem Kirchplatz eine Kerze aufzustellen im Einwegglas, sodass wir dann den Kirchenplatz hier entsprechend erleuchtet haben. Und das, glaube ich, ist ein schönes Zeichen der Hoffnung dann auch.